Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Skyrim. Ich bin der Neflatur und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns in der Kathedrale, das ein Abschnitt der Ruinen, der Zwergenruinen Alftrant ist. Und wir sind auf der Suche nach einer Schriftrolle der Alten und es hat wohl mit der Hauptquest zu tun, mit der Mainquest. Und wir machen einfach mal direkt weiter, indem wir hier durch dieses von uns geöffnete Tor gehen. Hier schöner Style, es gibt hier irgendwie dieses bläulich-zyanleuchtende Moosgras, diese Pilze und da hinten waren ja auch diese Riesenpilze und das Zeug, was meiner Meinung nach eventuell Ethereum sein könnte. Und davon gibt es hier eine ganze Menge. Jawohl, ja endlich. Und das tut mir überhaupt nicht weh, was du da machst. Komm doch! Das, du bist so ein Waschlappen. Das ist ja meine Güte. Da denkt man endlich Herausforderungen und so, aber nein, nein, nein. Aber wir haben den Schlüssel, den Aufzugsschlüssel von Alfrand gefunden. Den komischerweise dieser Centurio bei sich hatte. Noch einer. Zwergenöl mit dabei gewesen, das nur eine Kiste. Oh, und das Orkbogen, okay. Und das Signal sagt uns, dass wir hier wohl in Alftrant soweit sind. Allerdings wäre es jetzt doch noch interessant, die Schriftrolle der Alten zu finden. Okay. Ist auf jeden Fall eine außerordentlich mächtige Kiste zu sehen. Ich will noch ein bisschen erkunden. Gucken! Ich kann fliegen! Gefunden. Gut, wir bekommen einen Seelenstein und ein bisschen Geld, das ist in Ordnung. Da sieht nicht so aus, als ob es da noch irgendwelche Secrets gibt. Aber wir machen mal hier auf. So, machen wir, dass wir hier wegkommen. Hat es dir noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Was war das? Ha. So, jetzt ist die Frage, mischen wir uns da ein? Ich glaube nicht, wir schauen uns dazu. Das lassen wir. Haben wir mit denen nichts zu tun. Wir lassen die jetzt einfach mal ihr Ding machen. Sieht so aus, als würde Humana gewinnen. Ja. Ah, er hat sie wirklich eiskalt gekillt. Na gut. Tag. Warte mal, du, wir müssen nicht kämpfen. Du, wir können das auch ganz einfach klären. Hör mal auf damit. Stopp jetzt. Hör doch auf. Okay, das macht dem nichts. Okay. Gnade. Ja, würde ich dir echt gewähren, aber. Tja, Iola hat anders entschieden. Mahlzeit. So. Ist die irgendwie special? Nee, oder? Nee. Aber das ist special. Und
Und da haben wir Humana. Oh, Schild des Blutigen. Das ist aber auch geil. Das nehmen wir natürlich mal mit. Und das, wenn wir das jetzt Iola geben, will sie es bestimmt wieder anziehen. Iola, schau mal, ich habe ein Schild für dich. Was soll ich nehmen? Oder wir haben hier noch Zeug, was wir ihr geben können. Ja klar, zieht die das Schild dann an. Dann mal los. Aber schaut gar nicht so schlecht aus. So Leute, was haben wir denn jetzt hier? Zwergenmechanismus. Ich betätige. Ah, okay. Boah. Nice. Da fährt halt echt das Ding runter. Und hier wäre der Aufzug dann wahrscheinlich an die Oberfläche zurück. Nach Himmelsrand. Ja, aber... Nee. Wir machen mal weiter. Oder wir können... Ah, wir können nicht mehr so viel tragen, Leute. Vielleicht sollten wir vorher erstmal... Nee. Wir lassen uns jetzt nicht aufhalten. Schwarzweite... Okay, Leute. Okay, das ist verrückt. Okay, Leute. Ah, da habe ich jetzt richtig Bock. Aber ich glaube, wir gehen doch mal eher das Inventar leer machen, weil das sieht so aus, als ob es hier sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Das scheint so eine kleine Stadt unter der Erde von den Dämonen zu sein. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Weißlauf und hauen unsere Taschen leer. Und wenn wir in der Nacht ankommen, dann werden wir auch noch eine andere Quest vorziehen. Aber das ist krass, dass wir das jetzt entdeckt haben hier in Schwarzweide. Und diese Treppen sind nicht schön hochzulaufen. Wow. Das ist ja geil. Und wir hatten recht, wir kommen auf jeden Fall bei dem Aufzug hier raus. Weißlauf. Gar nicht so weit weg. Könnten wir tatsächlich in der Nacht ankommen jetzt. Dann geht es ein bisschen Diebestour. Wir müssen diese 500 Goldstücke endlich mal zusammenbekommen. Yes! Wir kommen in der Nacht an. Und zwar um... Ja. Wunderbar. Das ist gut. Komm mal ran, Iola. Möge Namira über... Was soll ich nehmen? Du gibst mir jetzt mal das ganze Zeug, was du nicht brauchst. Und zwar... Der 22, das... Nehme ich auf jeden Fall mal. Das auch. Den der 22. Okay, das... Ja, das können wir alles nehmen. Stab der... Ah, Moment. Das war der Stab der Lähmung. Mhm, der war eigentlich ziemlich geil. Aber wir nehmen ihn trotzdem mal weg. Der wiegt einfach auch recht viel. Schild nehmen wir ja auch wieder weg. Dann mal los. Dann mal los, sagt sie. Mensch, was wir schon wieder alles dabei haben. Das wäre ein ganz interessanter Ring eigentlich. Ah, nee. So. So viel dazu. Pfanne.
Messer kann man auch reintun. Zwar in Versehen, das eingesteckt zu haben. Ich dachte, das wäre ein Dietrich. Hoppala, jetzt habe ich das Salz gegessen. Naja. So, schmeißen wir das Ganze. Gebücher rein. Grüß dich. Lydia. Langes Leben euch, Tane. Dir auch, Lydia, dir auch. Und da du nicht mehr dabei bist oder so, ist auch die Chance gestiegen, dass du ein langes Leben hast. So viele Edelsteine. Wenn ihr euch ans Fallout 4 Let's Play erinnert, da haben wir ja mal die Badewanne mit Geld voll gemacht. Vielleicht finden wir da die Lösung mit den ganzen Edelsteinen irgendwann mal. Okay, die sind scheinbar alle voll. Ehre sei mit euch, mein Tane. Jo. So, jetzt sind wir aber immer noch ganz schön voll. Und ich frage mich, wieso? Also, Waffen haben wir ja. Ach so, ja, genau. Waffen. Waffen. So ist es. Haben wir nicht rausgeworfen. Das Elfenschwert brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Unsere ist doch definitiv besser, oder? 25. Ja, auf jeden Fall, aber hallo. Wir bleiben mal bei den Farmerpfeilen. So, sieht besser aus. Wir speichern. Und sagen Namira jetzt mal, sie soll mal kurz hier bleiben. Namira. Möge Namira. Geht nur. Dann warte mal hier. Wir gehen mal ein bisschen was ausräumen hier im Weißenhof. Das muss auch mal gemacht werden. Wo fangen wir an? Am besten oben in der Festung. Da, glaube ich, gibt es das Wertvollste. Mal hier den Ballruf ausräumen. Damit rechnet er bestimmt nicht. Was? Die ist immer noch wach. Nö, nee, da gibt's bestimmt nichts Wertvolles. Im Keller hier hinten vielleicht. Ja, dann lasst uns mal beginnen. Kennen wir doch noch den Raum da hinten. Ist der jetzt offen? Ja, auch. Da liegt noch das Buch. Warum haben wir das eigentlich nicht mitgenommen? Machen wir mal.
Stahlgemächer, genau da wollen wir hin. Auf geht's. Hallo. So. Glas? Na gut. Wert 150, damit kriegen wir das ja sofort voll. Das Holzschwert 25, wird verrückt. Sieht uns nicht, obwohl wir direkt vor ihrer Nase rumlaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber hier ist auch nichts. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Schloss? Sehen wir auch, wie viel wir schon gemobst haben irgendwo? Stielwaren, okay. Ohne Zeugen, Gegenstände, bei deren Diebstahl ich gesehen werde, zählen nicht. Ich darf mich nicht erwischen lassen und darf auch nicht ins Gefängnis wandern. Das müsste doch unmöglich sein, oder? Die Wahnsinnigen von Reach klauen wir auch. Was denkt ihr, was ihr da... Das war klar. Aber wir müssen mal ein bisschen... Müssen wir ein bisschen hier skillen. Was ist das Wertvollste, was er dabei hat? Das hier. Was denkt ihr... Ja, das macht man eigentlich nicht, hier zu laden. Und deswegen, weil es jetzt nicht funktioniert hat, lassen wir das jetzt hier auch. Aber die nehmen wir mit. Also ich glaube, nur rotes Zeug zählt als wirklich geklaut. Ah, ja, servus. Guten Tag. Na, da wird nicht viel Wertvolles sein. Ich gehe mal eben zum Jahr rein, ne? Da steht halt auch eine Wache. Oh Mann. Die sehen uns ja überhaupt nicht mehr. Zeitalter der Menschheit. Das nehmen wir mit.
wie oft wir dieses Buch jetzt schon haben. Möchte ich gar nicht wissen. Oh, und damit dürften wir es doch echt voll haben, oder? Jawohl. Wunderbar. Die Gier. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, das wir noch nicht haben. Ah, guten Tag. Mensch, das sind ja echt... Das ist der Hammer. Wisst ihr was? Was ist das für ein Ding? Okay. Braucht man nicht. Ha! Das war ja ein Kinderspiel. Jetzt dürfen wir uns bloß die Wagen nicht erwischen. Wir würden den ganzen Krempel nach Hause tragen. Das seht ihr jetzt, ja? Mhm. Aber selbst wenn uns die Wachen anhalten, können wir ja immer noch sagen, wir sind der Tane von Weißlauf. Und wer sollte denn da bitte vermuten, dass wir auch jetzt eben gerade Drachenfeste ausgeräumt haben? Da denkt ja keiner dran. Möge Namir, gehen wir. Folge mir. Können wir jetzt die Sachen aber aus dem Inventar raustun, ohne dass, ich glaube schon, oder? Das wird nicht zählen. Waffen oder so eingesteckt, ich glaube nicht, ne? Das Holzschwert.
Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns mal wieder Richtung Alftant auf, beziehungsweise Schwarzweite. Da oben war's. Der Aufzug wird leider nicht als Marke auf der Karte gezeigt. Das ist ein bisschen schade. Aber der ist ja gleich da. Und wir sind in Schwarzweite, einem Bereich, der ganz abgefahren aussieht. So. Die Sounds sind auch krass. Tatsächlich, wo denn? Ach da. Vor allem. Daneben. Okay, also die Farmer sind hier unten in Schwarzweide und verstehen sich scheinbar ein bisschen mit den Maschinen. Jedenfalls haben die sich hier nicht gegenseitig angegriffen. Was komisch ist. Guck mal hier dieses Haus an. Thinderions Feldlabor. Oha. Oha. Roter Nirnwurz. Purpurner Nirnwurz. Deremus Derenis. Okay, wir räumen hier mal ein bisschen auf, weil wir sind gleich am Ende dieser Folge. Aber wir schnappen uns alles, was hier geht. Und da geht eine ganze Menge. Das ist ziemlich... Wow, so viele... Na, da war, glaube ich, jetzt ein Becher dabei, den wir nicht unbedingt einstecken hätten müssen. Menschliches Herz. Wow, was hier so rumliegt. Knaller. Schmiedebank ist auch da, eine Werkbank. Tornister. Stiefelkleidung. Okay, was hat er denn noch? Oh, wenn das nicht der Bewohner ist, der hier von, das sind aber vor allem ne, Zwergenpfeile. Ziehen nur noch Feldtagebuch. Okay, das müssen wir dann gleich noch durchlesen. Oder am Ende, am Anfang der nächsten Folge dann. Ist, glaube ich, besser. Müssen wir es nicht so hetzen. Jo, interessant. Die ganze Sache. Wir sind jetzt hier in Schwarzweide. Das scheint wirklich was ganz Krasses von den Wemern gewesen zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, auch bei unserer kleinen Diebestour, die wir durch Weißlauf gemacht haben. War unfassbar einfach. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, warum wir, weil es ja im Gespräch, warum wir noch nicht der Anführer der Diebesgilde in Rifton waren. Und da muss man noch ein paar so Special Quests machen. Unter anderem eben zum Beispiel Städte ausrauben und solche Sachen. Und wieder die Diebesgilde sozusagen zu altem Ruhm zurückzuführen. Und das haben wir jetzt den ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ja, wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben für diese Folge. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch außerordentlich freuen, wenn ihr mal den Kanal abonniert. Und natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Und wir schauen uns mal Schwarzweide genauer an. Und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.